easy rider. Oh, see what you have done. I said, see, easy rider. Oh, see what you have done. Oh, girl, you made me love you. No, 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 your loving man has gone. Well, what I said, see, easy rider. Oh, see what you have done. Phänomen. Jedes Mal, wenn ich die Kamera ausgemacht habe vorhin, also du hast jetzt schon zweimal vergessen, den Blinker auszumachen. Ja. Und das war letztes Jahr bei der Tour, hast du das so oft vergessen, dass ich denke, es muss doch irgendwann mal auf der Kamera drauf sein. Das habe ich nicht ein einziges Mal gefilmt. Nicht ein einziges so Mal. Ist, so. Und jetzt schon wieder. Zweimal und kurz vorher habe ich immer die Kamera ausgemacht. Das habe ich noch nie festhalten dürfen.
Ich wollte mal so eine Compilation machen, so 10 mache ich hintereinander, weißt du so. Wie du vergisst, einen Blinker auszumachen, ich hupe und so mache. Aber das, das kriegst du nicht hin. Das ist ein alter Mann. Geil. Warte, jetzt guck ich mal nach dem Kilometerstand. Ich habe ja ein Foto vorhin gemacht, heute Morgen. Kilometer. Also von Halle, aber du bist ja auch von Hamburg nach. Hä? Haben wir jetzt gebraucht. Ja, um 12. Ja, das schafft. Da fahren wir dran vorbei. Jetzt? 3 Stunden ist 15 Uhr. Bis um 9 ist es ja, locker hell. Ja, na klar. Ja, aber die haben da immer offen. Ganz um nachts rein. Haben wir doch auch schon gemacht. Oder nicht? Ich meine jetzt nicht nachts, aber die haben ja. Öffnungszeiten ist immer nur bis 18 Uhr, aber letzten Endes sitzt ja immer einer an der Rezeption, bestimmt bis 22 Uhr. War das nicht, ja, an irgendeinem Zeltplatz haben wir, da haben wir angerufen und dann kam einer. Also irgendwie so war das. Genau. Himmel. Ja, du bist ja auch zu oft links abgebogen. Wir hätten rechts, uns rechts halten müssen. Quedlinburg kommt ja auch gleich. Jetzt der Platz und da hätte man rechts abbiegen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Platz ist, der hier gemeint ist. 100 pro. Das ist die Poststraße. Mhm. Ja, stimmt ja. Und wird nachher zur Quedlinburger Straße, weil es dann nach Quedlinburg geht. Wir müssen ja aber nicht nach Quedlinburg. Wenn wir aus dem Ort rauskommen und uns rechts halten, sind wir wieder Richtung Norden. Ich sag. Ja, wir müssen ja aber Richtung Ostsee. Also wir müssen. Die grobe Richtung ist ja hier. Da kommt was. Ja, warte, ich fahr vor. Wenn der klar, da ist Norden. Kein Bock mehr! Der Kranz weg.
Wir sind hier irgendwo. Weil der Grenzweg ist ja nicht Grenze, sondern der Grenzweg ist noch auf der Ostseite. Ja, aber hinter der Grenze. Der ist nicht auf der Grenze. Wir sind schon auf der Westseite, da kann nicht hier sein. Das meine ich ja gerade. Nee, dann, wir können auch jetzt gerade ausfahren und uns dann rechts halten. Weil die der Grenzweg macht ja anscheinend einen Bogen nach links. Also irgendwann müssten wir ja dann aufstoßen. Das war mal ein Versuch. Sprang gerade nicht an. Und bei der Gelegenheit habe ich gemerkt, dass mein Zündschloss locker ist. Ich will das mal kurz festschrauben. Mein Zündschloss. Die Schraube lag aber drinnen. Naja, dann weiß ich nicht, ob das sein muss.
Die sprang gerade nicht an, aber ich hoffe, das war jetzt Zufall. Na? Bis gleich. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi.
Das hätte ich ja nicht gedacht. Was denn? Dass ich schon tanken muss. Aber der war vorhin noch voll, hast du gesagt, also halb voll. Ja, ich bin verguckt, würde ich sagen. Naja, vielleicht hat es ja hier eins. Check nochmal die Lage. Deswegen passt es so langsam. Ja. Vier, drei Viertel. Gut muss man sein. Wahnsinn. Wie viel Liter Öl hast du mit? Ja, bitte. Schon. Der Herr hat schon fertig. Das dauert noch nicht so lange. Zack. Schubsiwups. Echt? 205. Hast du ja keinen Ami-Schlitten zugelegt? Ab 2,5 auf 100. Schon nicht schlecht, aber. Immer mehr verbraucht. Sag mal, du bist bei 2,7. Ich bin dicke Pfeil. Ja. 2,5, 4. Das wird mit dritter Zeit hier mal in Ungarn. Ja, das wird eh auch mal in Ungarn. Nach Ungarn? Nee, aber wegen Balladon. Da wollen wir hin. Ja. Wir kamen gerade von hier. Na? So, jetzt sind wir hier unten. Was? Bodenteich? Bodenteich? Ist ein Stückchen. Ja, was Bodenteich? Jo,
noch nicht. Ist schon noch ein bisschen, ja. Also eigentlich der B245. Aber wir wollen natürlich nicht Bundesstraße fahren in der Zeit. Boah, da könnten wir uns dran halten. Genau, wir sind jetzt hier Richtung Groß-Helmstedt gefahren. Halt Helmstedt, das wollte ich haben. Helmstedt? Helmstedt ist schon ausgeschildert. Ja. Wo liegt Helmstedt? An der A2. 35 Kilometer. Achso, wie weit? 35? Helmstedt. Ach, das ist ja nicht mal so weit. Ja, tschüssi. Willst du ja nicht doch irgendeinen Dorschettchen? Warte mal, wir können uns einfach gerade... Wie heißt denn die Straße hier? Die ist nicht... Das ist eine kleine Dorfstraße, ja, stimmt. Okay. Wir können uns einfach durch Oschensleben durch, dann kommen wir hier raus. Das ist wurscht. Dann kommen wir hier schön zur Bundesstraße. Wir werden mal gucken. Aber Helmstedt ist auf alle Fälle ausgeschildert. Wenn wir uns da immer... Solange wie Helmstedt ausgeschildert ist, kann man nicht vergessen machen. Na gut. Du hast ja kleinen Ami-Schlitten jetzt zugelegt. Was der säuft. Er klebt die Straßenkreuzer. Ja, den Schopper jetzt hat ja Finger. Ich habe Finger hinten, weißt du? So. Angeschnallt bin ich. Angeschnallt. Hau rein! Du hast jetzt bezahlt, ja? Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Sans plan pour moi. Sag mal was, Markus, wie hast du dir das heute vorgestellt? Na, wir fahren einfach los. Und am Ende des Tages kommen wir an. Im Idealfall. Im schlimmsten Fall sind wir völlig woanders, aber das ist ja auch wahrscheinlich. Wir machen das ja nicht das erste Mal. Profis. Und wenn wir dann so um 6 oder um 7 ankommen, machen wir uns ein Zelt auf, machen die Krachen leer, so wie jetzt quasi, schwenken. Und mit leeren Korn fährt sich besser. Dann fahren wir an Chili-Hemfixe Denkstein auf Fehmarn an der Westküste. Und dann halten wir dort die Füße ins Wasser. Vielleicht schwimme ich sie auch ein Stückchen. Aber ehrlich. Weil du musst ja mit Badehose fahren. Ja, ich glaube, ich mach's doch. Dann fahren wir zurück. Holen uns 8 Bier. Machen wir nur 10, 12 fertig. Ja, das war's. Ich nehme 12. Fast. Fast? Scheiße. Wahnsinn. Ich sag ja. Na, früher aufgestanden. Ja, wir pennen bis in den Buggen.
abenteuerlustig, aber nicht lebensmüde. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ach so. Eine wilde Angriffe. Was? Ich dachte, du hast dich schon off. Nee. Das ist Vorbereitung, das sage ich dir. Die zieht unten rum, die kann ich da nicht anziehen. So. Immer beschleunigen hier auf den Streifen und zieh mal einfach rüber. Ja, ich muss mal lönen. Wieder voll. Wieso? Bin ja klar. Ist doch keine Autobahn. Deswegen ist es auch von der Autobahn zur Bundesstraße degradiert. Ansonsten wäre das nämlich Autobahn. Damit nämlich Arschlöcher wie wir auch hier drauf kommen. Oh, abgesoffen. Jo, guck mal hier, die machen dem extra Abstand. Ja, ist ja auch nicht, ich lache auch nicht. Ist frei! Thank you.
Der wird doch nicht stehen, Alter. Da stand gerade Feldplatz. Ja, deswegen fahren wir auch da lang, oder nicht? Weil der Prinzip dran steht. Das, der ist aber eigentlich ein Hilfslohn. Warum der das überhaupt nicht? Fahren wir jetzt da hin? Wird der schon sein, oder? Hä? Wird der schon sein? Also eigentlich müsste der südlich von Seelsdorf sein. Willst du noch mal gucken? Der Zeltplatz, den du meinst, der ist eigentlich südlich von Seelsdorf, also an der Ecke. Vorne an der Tür. Hä? Vorne an der Tür. Vorne an der Tür. Ja, das ist das Ding. Das machen die privat im Garten quasi. Markus, was sagst du? Wir sind in Fehmarn angekommen. Na, wir sind angekommen. Wir haben Astra. Was willst du mehr? Morgen Jimi Hendrix. Wohin jetzt zu Jimi Hendrix? An Stein. Da liegt er nicht, ja, da waren wir da. Außerdem ist es ziemlich westliche Küste von Fehmarn. Dann, wenn es nicht allzu spät ist, reiten wir nach Dars. Aber das werden wir vielleicht nicht schaffen. Da haben wir uns jetzt auch verfahren. Und der folgende, wir fahren einfach so in die Richtung, weil Wandlitz ist ja schon ein Soll, ne? Wir fahren einfach in die Richtung und bevor die Sonne untergeht, quartieren wir uns einfach sonst ins Ruhe. Das ist Plan B. Cheers. Also, biwaken. Mhm. Thank you.
Ja, danke. Thank you.
Mann, Mann, Mann. So, eine Hupe für Jimmy. Eine Hupe für Jimmy. Geil.
So, na gut, dann wollen wir mal. Das wird ja wahrscheinlich nicht gehen. Hier gibt es wahrscheinlich den Weg. Hallo. Eigentlich am Strand lang, also hinterm Strand, dachten wir, ist ein Weg, aber irgendwie stimmt die Karte nicht. Na, hinten am, wir dachten, hier ist ein Weg, aber irgendwie... Ja, ihr könnt hoch auf den Teich. Darf's ja nicht. Hä? Weiß ich nicht. Nee, theoretisch nicht. Ja, eben, ist doof. Ja, das ist nicht. Wo wollt ihr hin? Nach Dahme. Nach Dahme. Ich hab dann mit eben der zurück. Und dann müsst ihr durch Pumpe wieder. Ja. Und da geht die Pumpe drin, biegt ihr links ab. Da kommt ihr direkt nach Dahme rein. Ah, das war's. Ich fahr jetzt vielleicht 10 Minuten. Vielen Dank. Gut. Danke. Tschüss, schönen Tag noch. Steckt jetzt hier drinne. Na, nee, das Endstück steckt jetzt hier drinne. Das weiß ich auch nicht. Obwohl, wir können auch weiterfahren, die hat das...
Wir fahren gleich direkt am Strand lang. Get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Na ja,
Ein paar Umwege, aber haben es ja doch geschafft. Da haben wir ja den Trömel. Da
Lass dich nicht anquatschen. Was ist denn? Ist dir schlecht von den Bohnen, oder? Ist das Asthma oder Leidenschaft? Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. Na, den Stadtgeruch dürften wir inzwischen verloren haben. Ça plane.
effacer ma radio cassée.